Halli, hallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Half-Life 2. So, es ist dreiviertel eins am Morgen. Und ich habe unglaublich Lust aufzunehmen. Deswegen mache ich es einfach. Oh. So. Kommt da jemand um die Ecke? Nimm das. Oder auch nicht. Gut. Na, 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 na. Oh, ein Ladebildschirm. Na Mensch. Bestimmt ist der Raum voller Combines oder keine Ahnung. Irgendwelche anderen komischen Leute, die keine Hobbys. Ah. Dr. Freeman! Ich sagte, dass Sie kennen. Er hat sich vor den Scharfschützen dort vorne im Lagerhaus verkrochen. Gehen Sie, Okay. er braucht Sie. Ja, dann gehe ich mal. Du zuerst, Freeman. Ja, du stehst mir im Weg. Danke. Vielen, vielen Dank. Okay, mal gucken. Das ist super, das ist alles super. Warte auf mich! WTF. Ach ja, Scharfschützen. Das heißt, ich nehme schon mal eine Granate in die Hand und renne mal hier rüber. Und dann renne ich da so rüber. Lalalala. Wo ist denn der da drin? Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Lalalala. Au. Nimm das. Verdammt. Moment, ich krieg das hin. Ja. Ja, da guckst du. Ich hole mir erstmal noch die Kisten. Nur Gesundheitsgedöns. Wo ist denn der nächste? Hast du irgendwas Besonderes? Ja, das kann ich gut gebrauchen. Ah ja, alles klar. So, kurz hier rein. Dann kurz. Wupp, 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 wupp. Hab ich den? Ob ich den irgendwie kriege von hier aus? Ich habe ja noch ein paar. Eh, bin ich doof. Moment. Scheiße. Aber ich habe eine Idee. Aue! Nimm das! Seht ihr? So geht's auch. So, jetzt gucken wir uns mal die Straßen an, ob es hier irgendwas Sinnvolles gibt. Was macht das eigentlich hier? Kiste nehme ich gerne. Lass mich doch mal hier raus. So, der Typ liegt hier rum und chillt. Die Kiste nehme ich auch. Oh ja, das gefällt mir. War hier noch irgendwas Sinnvolles? Mal fix gucken. Oh ja, Flaschen. Flaschen brauche ich ganz bestimmt. So, du gibst mir noch Muni. Du hast auch noch irgendwas? Jo. Das war's hier. Okay. Dann geht's weiter. Was nehme ich denn mal? Die natürlich. Ist ja anscheinend meine Lieblingswaffe. Also, ich benutze die eigentlich sehr gerne. Hat ja relativ viel Muni und macht auch gut Schaden. Die nehme ich natürlich auch gerne. Aber die macht sich einfach nicht gut auf Entfernungen. Wie Waffenkenner ja natürlich wissen. Wo? Sie keine. Bin hier schon wieder für Probleme? Ach, da. Oh, wow, das war der größte Gegner überhaupt. Ich glaube, ich mache mir gleich ins Hemd. Sind noch irgendwelche Idioten? Aha, okay. Hier ist nichts. Woher bist du des Wahnsinns? Okay, sie ist schon tot. Gut. Gut. Das sieht ja eklig aus. Ich hatte schon Angst, dass hier irgendwas um die Ecke lauert, aber es ging noch. War niemand da. Der kam von da unten. Was wollen denn die dort da? Hä? Ach so. Da schreit irgendjemand. Geht's hier nicht rein? Ja gut, ich glaube, ich nehme doch lieber die hier.
Ich sehe es schon kommen, dass hier irgendwelche Mistviecher da sind. Irgendwelche größeren. Hilfe! Ja, hi. Hilfe! Hilfe! Ja, ja. Wir dachten, hier unten wären wir sicher. Wir wussten nicht, dass alles verseucht war. Die anderen sind nach oben. Sie haben es mit den Scharfschützen aufgenommen. Du siehst lustig aus. Oben. Seht ihr? Ich hab's gewusst. Zombies! Oh, naja, gut. Die machen das schon. Denke ich. Hoffe ich. Okay, dann halt nicht. Ist blöd. Ihr mit euren schlechten Waffen. Ich mag die überhaupt nicht. Die sind mir einfach zu luschig. Die können nix. Das nehme ich doch gern. Ist der tot? Nee, da blinzelt noch. Solange noch blinzelt, ist alles gut. So. Lebst du noch? Hi. Noch irgendein Vollidiot. Ja, das ist schön für dich, dass du immer triffst. So. Ja, toll. Mann, spring doch nicht so rum. Ach, halt die Klappe. Ich lade nach, wenn es mir gefällt. Sonst nicht. Das geht nicht auf. Das auch nicht. Hallo? Aha, alles klar. Ach, das macht der. Alles klar. Ich lass mal einfach den Scharfschützen die Viecher kaputt schießen. Und warte so lange. Aber warum müsst ihr denn eure Muni verschwenden bei so einem Scheiß? Seid doch mal ein bisschen intelligent zur Abwechslung. So. Ich bin ja gespannt, ob ich den so kriege. Wo ist denn der? Da. Okay. Nimm. Ja, ich habe getroffen. Ha, ich bin gut. Ich bin so gut. So, die nehme ich auch noch gern. Jetzt dachte ich gerade, das Vieh war in der Kiste. Toll. Tolle Überraschung. So, ist hier noch irgendwo einer? Die nehme ich gerne mit. Sonst nichts. Das war's schon. Hier drüben. Hä? Der ist wahrscheinlich irgendwo da oben. Hier drüben. Oh ja, halt die Klappe. Ich komme schon. Ich komme schon. Hier drüben. Oh, ja, ich hab Gordon, dich. Ich sitz fest. Die Scharfschützen haben mich im Visier. Welche? Gordon, hau Granaten rein. Das räumt er auf. Oh ja. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich bin schon unterwegs. Ich kenne das vom ersten Mal durchspielen, da hat einer einen Vogel getroffen und der lag dann irgendwie so komisch da und hat noch geflattert, ich weiß auch nicht. Das war nicht lustig, aber ich finde es schade, dass es jetzt nicht ist. Ich finde das so geil. Ich liebe es, wenn man Vögel abschießen kann, ich weiß auch nicht. Aua! Moment, das kriege ich hin. Wo ist der? Da. Wow, wow, wow. Mal halblang hier. Scheint, als ob ich ihn getroffen hätte. Gut. Wo ist der andere? Da ist er drin. Ich habe ihn gesehen. Habe ich getroffen. Ja, cool. Naja, bitte, bitte. Es war kein Problem. Moment, das habe ich doch gehört. Wo sind sie? Ah! Ah. Ich übertreibe überhaupt nicht. Wie kommt ihr darauf? Also um diese Uhrzeit, da fühle ich mich so richtig lebendig. Oh! Hi! So gegen 1 Uhr morgens. Ich weiß auch nicht. Entweder habe ich einen schlechten Rhythmus oder ich bin einfach so etwas mehr Nachtmensch. Gibt es hier nichts mehr? Gar nichts? Schade. Hm. Ja, ich komme schon. Jetzt warte doch mal auf mich. Ah, ja. Ich bin da. Ich bin da. Lauf schneller. Ey, da läuft. Es hätte da so ein Buckel. Du Buckliger. So, die nehme ich gern auch mit. Ist der hier lang? Ah ja, klar. Alles klar.
Ich übernehme das Tor. Jo. Mit meinem Status dürfte ich ja vielleicht noch reinkommen. Hast du gerade eine Katze gehört? Katze? Biest verfolgt mich. Wie kommst du auf Katzen? Müssen wir jetzt hier lang? Alles klar. Okay. Das nehme ich gern und dann... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt mal die hier. Vorsicht, seht ihr? Mit den Kopfkrabben, Gordon. Ja, ich weiß, ich bin schon das ganze Spiel mit den Viechern irgendwie vertraut und du musst mir nichts Neues erzählen. Siehst du? Oh. Stopp doch. So, und schon wieder ein Ladebildschirm. Na wunderbar. Wieder ein kleiner Abschnitt hinter mir. So, was ist hier? Nichts hinter den Ecken. Ich glaube, ich nehme lieber wieder die hier. Hier sieht es mehr nach, weiß nicht aus. Sieht so aus, als würde gleich jemand in den ganzen Fenstern stehen. Ich weiß auch nicht. Aha. Moment, Moment, Moment. Moment, gib mir Zeit. Gib mir doch mal Zeit, Mann. Nimm das. So. Kapisch. Kapisch. Ist es schon weg? Nee, es steht ohne da. Moment, Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. So, au. Geh doch weg. Ich stelle mich so super an. Ich weiß. Ich kann's halt einfach. 57, das ist... Es geht noch. Es ist noch zu vertreten. Hier ist durch. Oh, danke. Das finde ich super. Seht ihr, das sind schon die nächsten Kisten. Also brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Denke ich. Hoffe ich. Ich brauche keine Hoden. Gib mir meine Brechstange. Was auch war, jetzt ist jedenfalls ein Nexus der Überwachung in City 17. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel. Denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Okay. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber okay. Ich will nur sagen, deine Stimme macht mich aggressiv. Okay, reicht. So, nehme ich die hier, denke ich mal. Und weiter hoch. Weiter, weiter, weiter. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, nur eine Tür. Gut. Die Zeit sagt mir, es ist fast schon wieder so weit. Und ich würde sagen, während er hier an diesem komischen Ding hier rumfummelt, wenn er sich dann mal beeilt, ja. Würde ich sagen, wir hören hier noch ein bisschen zu und dann geht's ab zur nächsten Folge. Wir müssen da rein, um das Tor zu öffnen. Und der Unterdrücker wird auch dann noch jeden, ja, unterdrücken, der durchkommt, bis wir ihn ausschalten. Dann los jetzt! Wie hat denn der das gerade gesagt, ey? Wahnsinn. Wahnsinn. Lalalala. Die waren schon kaputt, ich darf das. Oh, er hat die Tür aufgemacht, cool. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüssi.